Willkommen zurück zu Pokémon X. Ich weiß genau, ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr aufgenommen und noch ein Problem. Ich weiß, dass ich Ewigkeiten nicht mehr aufnehmen kann. Denn ich bin bald im Urlaub, beziehungsweise besuche Justin. Ja, das Video kommt, keine Ahnung, Februar, März raus, ne? Ja, im Januar. Nee. Ende Dezember bis Januar werde ich dann in Bayern sein und da kann ich dann eine Woche lang was nicht mehr aufnehmen. Was ich aktuell eh schon nicht kann und das gerade nur eine Ausnahme ist, weil meine Mutter noch arbeitet. Vater ist zu Hause und ich habe jetzt trotzdem einfach mal die Zeit genutzt, um aufzunehmen. Egal, es ist einfach ein paar Wochen her, dass ich Pokémon X aufgenommen habe und deswegen bin ich hier ein bisschen Brain AFK, aber egal, wir versuchen trotzdem weiter so. Ja, dann beißt dich eben in die Schranken, indem ich hier stehen bleibe. Okay. Ja, wir wollen eh hier lang. Wer ist die nochmal? Lange noch. Wenn es dir nur um die nackten Zahlen geht, dann würde ich sagen, dass wir bereits genug Energie zur Inbetriebnahme haben. Sehr gut, dann lass uns hier rasch alles zusammenpacken. Wir haben schließlich noch genug anderes zu tun. Genug anderes? Meinst du damit etwa, dass wir noch diesen rotzfrechen Trainer dort erledigen müssen? Was für eine Überraschung. Ich war eigentlich sicher, dass wir mit den Arbeitern alle Störenfriede Friede aus dem Weg geräumt hätten. Okay. Team Flair Vorstand. Okay. Gundemon. Ja, wen haben wir gerade vorne? Ich glaube, wir hatten sogar Quartier zu vorne, ne? Ne, Monagoras. Ja, aber okay. Im Steinzug trotzdem alles in Ordnung. Okay, Antikrat. Alter, es wird halt vierfach resistiert. Ich weiß nicht, was die KI sich da überhaupt denkt, das einzusetzen. Antikraft macht scheinbar zu wenig Schaden. Also klar, das ist keine starke Attacke. Der Bonus von Antikraft ist eher das Gute daran, aber das hat glaube ich auch nur eine 10% Chance einzutreffen, ne? Ja gut, das war's schon mit seinem Hundemon. Kann sein, dass er später noch irgendwie einen Mega-Hundemon oder so hat. Level 41. Was schöne Glatze. Zeitung der jüngsten Ereignisse hat ergeben, dass ich zu 100% verloren habe. Ah, cool. Das kann ich auch ohne den Taschenrechner, du Sau. Ja, Brian, kümmere dich um die Nerven. Na, danke für die Blumen. Nichts lieber als das. Los, Trainer, zeig mal, was du kannst. Ja, okay. Gut, wir starten aber mal mit Karos, komm. Jeder kommt jetzt zu. Warte mal, wir hatten, glaube ich, eine Bodenattacke auf Karos, oder? Irgendwas hatten wir, wie was Geiles. Erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name lautet Aliana. Wie du sehen kannst, bin ich ebenfalls Mitglied von Team Flair. Mein Forschungsschwerpunkt bezieht sich auf ein Sachverhalt, dessen Tiefgründigkeit sich dir jedoch nicht einmal annähernd erschließen dürfte. Zu deinem Leidwesen wurde ich mit der recht profanen Aufgabe betraut, dich hier ungespitzt in den Boden zu rammen. Ey. Aliana. Mag nein, hat sie. Hat einfach nur nicht. Easy. Ein Magnine ist echt kein gefährliches Pokémon, habe ich das Gefühl. Das war ja die Entwicklung von Filfchen und das Route 1 Pokémon. Also nichts gegen Route 1 Pokémon, es gibt ein paar geile, aber. Bei dem Magnine weiß ich ja doch nicht so recht. Also, ich bin ja ein Taubsi-Fan, muss ich sagen. Oder wir haben ja auch hier Fiaro, war ja auch mal Route 1 als Datiri. Auch ein ganz gutes Beispiel. Das halt macht nicht viel. Nee. Ist übrigens schon auf einem ziemlich hohen Level. Kommt so vor, als müsste man hier noch gefühlt Level 30 oder so sein. Wir haben noch nicht mal irgendwie die 4. oder 5. Ja, noch nicht die 5. Arena, ne? Die jetzt schon Level 40 wirkt. Irgendwie sehr hoch, aber gut bis zum Champ. Der ist ungefähr Level 60, wird es noch passen. Okay, Geradax noch auf 37. Sehr gut, Monago, hast du uns hier auch noch was mit Fruchtler? Naja, will ich nicht. Du bist sehr stark, ja, kein Zweifel, du bist sehr stark. Okay, danke fürs Wiederholen. Ja, wer hätte gedacht, was so alles in deiner recht banalen Hülle steckt? Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich bald mal wieder.
Okay. Anu, du. Du hast es vor uns bis hierher geschafft und auch dazu diese rätselhaften Gestalten in die Flucht geschlagen. Und je mehr Leute Carlos beschützen, desto besser. Als kleines Dankeschön halte ich dein Pokémon-Team. Ja, danke, war zwar kaum verletzt, aber ey. Und dein Pokémon-Team sei eine nahezu unschlagbare Kombination. Ihr solltet es aber trotzdem nicht übertreiben. Nimm das hier bitte an dich. Top-Genesungen, geil. Dank dir dürfte der Stromausfall in Illumina City nun der Vergangenheit angehören und das Tor zur Route 13 ebenfalls wieder begehbar sein. Bevor wir die maskierten Helden uns nun den Weg machen, möchten wir dir noch ein von Herzen kommendes Au-revoir zuhauchen. Ich glaube, ich habe es genau andersrum vorgelesen, weil die Textboxen sich, glaube ich, andersrum verschoben haben, aber ist ja auch egal, oder? Gut, das war's hiermit wohl. Jetzt müsste das Carlos-Kraftwerk wieder in Ordnung sein. Die Arbeiter müssten auch wieder entspannt sein. Es gibt aber, glaube ich, noch eine TM, die man hier bekommt. Ich glaube, man bekommt eine TM, wenn man die gerettet hat. Dann kann man, glaube ich, hierhin zurück das machen. Das machen wir jetzt auch. Wer war das mit der TM? Nitro-Ladung, geil. Das würde ich ganz gerne mitnehmen. Je häufiger ein Pokémon Nitro-Ladung einsetzt, desto höher die Init. Ja, schon klar. Was hatten wir für ein Wesen? Wir hatten ein Angriff plus Wesen. Wir haben schon Nitro-Ladung drauf, cool. Ey, ist auch nicht unbedingt ein. Soll ich sagen? Starker Move. Der verkauft jetzt, glaube ich, günstiger. Ne, der hier verkauft günstiger. Ne, es war der andere Typ. Es war der hier, oder? Ah. Ja, sobald man den geholfen hat, verkauft das, glaube ich, günstiger. Wie so ein Villager, den man entzombifiziert hat. Ja, weiß jetzt nicht, wie viel ich holen sollte, aber ich glaube, ich hole einfach mal ein paar. Komm. Ja, einer geht noch. Ja, noch einer. So, ist hier sonst noch irgendwas? Ja, cool, dass auch mal du da bist. Ja, ich verstehe jedes Wort. Danke. Auch noch ein Magnet, cool. Haben bloß keine Elektro-Pokémon drin. Egal. Da drüben ist der Ausgang. Jetzt kommen wir zurück zu Illumina City, wo eine Arena auf uns wartet. Eine Arena mit einem, ja, ganz coolen Rätsel, würde ich sagen. Zumindest feiere ich es einfach von der Aufgabe her. Scheiße. Wo ging es zu Illumina City? Hi, Kaumalat. Ja, cooles Pokémon, aber kein Interesse. Das werden wir irgendwann mitnehmen, wenn ich ein Projekt zu Dingens machen sollte. Oh, hallo? Wieso ist der so groß? Ich stelle dir mal vor, der wäre ein strahlender Diamant, leuchtende Perle und dann wäre der auch so groß. Pokémon, das Blumen-Pokémon. Das Blumen-Pokémon, dem das ewige Leben geschenkt wurde. Okay. Danke, Mann. Wie geht's doch? Was ist mit euch? Der leitet Citro war während des Stromausfalls völlig außer sich und wusste weder ein noch aus. Wie vom Weorak gestochen ist er die ganze Zeit hin und her gerannt. Es klingt nach Citro. Fühlt sich einfach nicht wie Illumina City an, wenn der Turm nicht hell erleuchtet ist. Ja, jetzt passt ja wieder alles. Nein! Schon hier lang. Hallo, ich lenk doch nach vorne. So, jetzt. Mabel. Das ist so random, dass ich mich Mabel genannt habe. Oh, als ich da eben vor mir gesehen habe, bin ich gleich losgesprintet, um dich noch zu erwischen. Hast du schon gehört? Der Stromausfall in Illumina City ist endlich behoben. Irgendwer hat diesen finsteren Gestalten, die den Strom von Carlos Kraftwerk für sich abgezweigt.
hatten das Handwerk gelegt. Frag ich, was das wohl für ein Tauzasser gewesen sein muss. Ich höre das. Echt Wahnsinn, du warst das also, Mabel. Weißt du, was das Beste daran ist? Der Thomas streitet nun endlich wieder über der Stadt. Das müssen wir uns zusammen ansehen. Komm, Mabel, das ist immerhin das Wahrzeichen von Illumina City. Und die Arena? Na los, wenn man hier geradeaus weitergeht, stößt man direkt auf den Prismaturm. Ja, ich rede von meiner Arschkomm. Stimmst du das Namen dessen in was? Hallo, was machst du da? Kaffee so rot und schick wie wir. Dort erörtern wir die erforderlichen Maßnahmen, um unseren Traum von einer wunschlos glücklichen Zukunft in die Tat umsetzen zu können. Das bittere schwarze Elixier namens Espresso ist das Öl, das unseren Motor schmiert. Ja, cool, dass ihr eure Pläne ausplaudert gegenüber einem Mädchen, was gerade eben noch eure Basis infiltriert hat, aber ey. Okay, die werden schon wissen, was sie tun, oder? Gutes Timing, angeblich gehen die Lichter gleich wieder an. Ah, da ist der Citro, der Arenaleiter von Illumina City. Er ist auch als Erfinder bekannt und baut immer irgendwelche Maschinen. Hey, ihr beiden, das hier ist die Freundin, von der ich euch erzählt habe. Die kennt die schon? Sag mal, bist du immer noch nicht fertig? Noch nicht ganz. Ich muss noch überprüfen, ob der Lichtschaltkreis hier in Ordnung ist. Asana, möchte sich deine Freundin hier etwa der Herausforderung der hiesigen Arena stellen? Ich bin furchtbar leid, aber ihr müsst euch noch einen kleinen Augenblick gedulden. Komm schon, Citro. Perfekt, alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Dies ist einer jener bahnbrechenden Momente, in dem uns die Wissenschaft ein gutes Stück in die Zukunft katapultiert. Prismaturm Lichtgenerator an! Der Citro mag ich, glaube ich, von allen Begleitern von der Erste ziemlich am liebsten. Naja, Serena auch, also allgemein einfach Carlos. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich bin einfach nur hingerissen. Wieder eine unvergessliche gemeinsame Erinnerung mehr, was, Mabel? Ja, ausgezeichnet, wieder mal weiß einer meine Erfindung auf ganzer Linie zu überzeugen. Der Prismaturm-Lichtgenerator scheint ja ausgezeichnet zu funktionieren. Naja, wie dem auch sei, ist die Herausforderung lieber nicht zu lange warten. Prismaturm ist gleichzeitig die Pokémon-Arena von Illumina City. Diese Maschinen, die Citro da immer baut, sind echt beeindruckend. Ich habe auch eine bekommen, mit der man Rätsel lösen kann, aber ich habe sie noch nicht eingesetzt, weil es doch irgendwie schade drum wäre. Und dann viel Erfolg in der Arena, du schaffst das. Okay. Ja, ich gebe mein Bestes. So, heute noch eine weitere Arena schaffen, klingt doch schon geil. Ja, gehen wir einfach rein, scheiß doch. Es ist eine Elektro-Arena, wir haben nicht gerade Typen, die gut dagegen sind. Ich habe dich vorhin gesehen, du willst den Arenaleiter herausfordern, stimmt's? Nur Reka, seine kleine Schwester, stell dich bitte auf die cremefarbene Fläche und wir beginnen mit den Quizfragen, die du beantworten musst, um zu ihm zu kommen. Ja, das ist die ganze Sache der Arena und wir verwenden, denke ich, Mark. Ja, wohl. Ach. Carlos ist halt ein bisschen low gelevelt, aber. Ach komm, wir gehen mit Mark durch. Hier kommt die Frage. Das ist ein Pikachu. Molga, die deine Pikachu. Pikachu ist 3, also let's go. Ja, sprich mit dem Trainer, bei dem die Nummer ist. Entscheidest dich für Pikachu? Ja. Lass uns einen Pokémon-Kampf austragen, bevor wir deine Antwort überprüfen. Das Quiz wird noch schwerer, okay? Schüler Paulchen. Dann setzt aber an die Denne ein. Ja, toll. Kann man das schon mal ausschließen? Das ist ganz sicher nicht von der Figur von Pikachu. Der 34 nur. Aber wir haben eine Bodenattacke auf Lucario, stimmt. Die nicht trifft. Ja, yeah, cool. Ja, danke. Es trifft 2 bis 5 Mal, oder? Danke. Ist auch recht stark, aber gut, wir sind auch ein bisschen overlevelt. Ja, gut. Ja, ist egal. Ihr könnt es bis ganz nach oben schaffen. Nein, ihr müsst es bis nach ganz nach oben schaffen. Ja, das wollen wir heute versuchen.
fünfte Arena-Orden ist mein Ziel. Ist das richtig? Ja, natürlich. Ich muss übrigens nochmal dazu sagen, ich habe seit Ewigkeiten allgemein nicht mehr Pokémon gespielt, auch nicht irgendwie ein anderes Game oder so. Ich habe zwar vorhin noch ein richtiges Pokémon-Quiz aufgenommen, aber es hat ja nicht mehr viel mit dem Gameplay zu tun. Hier kommt die Frage. Wer ist ein Tatiri? Tatiri, Taubsi, Schwalbini. Ist Schwalbini überhaupt in dem Game? Ja, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, dass es ein Tatiri ist. Ja, wir sollten schon kämpfen. Hauptsache, du hast nicht irgendwie ein Emolga oder so. Ein Raichu, ja. Es gibt gute Erfahrung. Können wir mit Knochenharz wahrscheinlich auch ausschalten, wenn wir dreimal treffen, aber Level 35 inzwischen. Ja, wir verwenden die Mega-Entwicklung, komm. Ich feier die Bewegung, Alter. Da irgendwie so halt draufkippen. Ist schon geil. Mega-Entwicklung, ey. Komme ich auch drauf, wenn ich dann Y mache. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt hatte. Alter, macht der viel Schaden. Mega Lucario, ey. Ich dachte, Mega Lucario geht dann mehr auf Spezialangriff. War es nicht irgendwie so, aber physischer Angriff scheint auch gut zu steigen. Weil meine Dedenne konnten wir, glaube ich, mit 3 knapp ausschalten und da haben jetzt, glaube ich, 2 gereicht bei Mega. Alter, bei Raichu und Dedenne, da ist doch schon ein großer Unterschied, oder? Kannst du mir nicht erzählen, Alter. Dedenne ist eine Basisform und Raichu ist voll entwickelt. Wieder richtig. Ist jetzt auch nicht sonderlich schwer. Beim nächsten Mal wird es aber, glaube ich, bis es wäre. Da gab es jetzt sogar noch einen vierten Raum. Ich glaube, es gab 4 Räume. Das ist ein... Ist es Soda oder Vegi? Ich glaube, Vegi. Ich glaube sogar Soda. Egimag, Grillmag, Soda mag. Ich glaube, es ist. Ich glaube, Soda. Egimag hat, glaube ich, nicht ganz so einen Kopf. Nee, sollte Soda sein. Ich habe die Affen halt noch nie wirklich gespielt, ne? Ich hatte mal vor, ihn in ein Team reinzunehmen, aber dann hat mir jemand einfach reingeschrieben: ey, ja, ist ein bisschen langweiliges Pokémon und bekommst du erst recht spät, kannst nicht stattdessen Lichtel fangen und zum Sklaver trainieren. Habe ich gemacht und war eine gute Entscheidung. Ampharos. Zum Glück verwenden die keine Mega. Wäre zwar cool, hier einen Mega-Ampharos als Gegner zu haben, aber wir wissen beide, dass das nicht der Fall ist. Komm, noch ein 5. Mal. Der haut 5-mal Knochenharz raus, alter Mark. Junge, ich küsse deinen nackten Hintern dafür. Da, komm her. Dann noch ein Level up. Alter, einfach geil. Ist Rio überhaupt hier? Da ist er. Carlos will Risiko tackle. Nein. Oder sollte ich das machen? Das hat glaube ich 120er, ne? Ja, 120 Damage. Wir haben Überreste theoretisch drauf, aber ich weiß nicht. Naja, ich will bei Naturkraft bleiben. Naturkraft ist so random. Ich glaube, ich will es verwenden. Naturkraft ist geil. Ja, zu sagen, er hat auch ein gewisses Maß an Stärke. Na geil. Also, war es so, oder Mark? Aber Grimak war es jedenfalls nicht, so viel kann ich sagen, weil Grimak hat so einen Kackhaufen auf dem Kopf und es war so, oder Mark? Okay, dann fehlt, glaube ich, nur noch ein Turm. Da ging es, glaube ich, irgendwie um, Vivillon? Ich glaube, es ging um Vivillon. Wenn ich mich richtig erinnere. Das ist ein Smetbo. Ich glaube, es ist ein Smetbo. Ja, die Flüge sind Smetbo. Auf jeden Fall, hä? Das ist ein... Wie heißt denn die Entwicklung? Das ist doch von... Ist das nicht von Burmi die Entwicklung? Das letzte ist ein Moterpe. Oder?
Amoterpidin Big Apple? Ich habe doch keine Ahnung. Hinter welcher Nummer verbirgt sich ein Bibelio? 2, oder? Sollte 2 sein. Okay. Yes, Nummer 2. Wollen wir doch mal sehen, ob du richtig liegst, okay? Auf jeden Fall. Da Poke-Fan Nadia. Los, wer hat sie? Ja gut, das ist jetzt nicht unbedingt eine Gefahr. Da reicht eventuell auch eine Aurasphäre. Komm, wir ballern einfach eine Aurasphäre rein, weil die Attacke geil ist. Schaut es euch an, wie einfach das Energieball zündet. Ich liebe es. Das one-shottet halt echt. LG plus Le und Minun sind auch nicht sonderlich stark. Im Team vielleicht noch, aber weiß ich auch nicht. Das macht ja jetzt die Fähigkeit nützlich. Ja, das muss wichtig sein, oder? Ich meine, das letzte war ja, glaube ich, Moterpe. Bibio war dann 2 und 1 war das Medpo. Ja! Bam, Alter! Also bei den letzten beiden wurde es nochmal etwas schwierig, aber. Ey. Irgendwie durchgekommen, geil. Okay. Na gut, dann rollen wir das Ganze also nochmal von vorne auf. Das ist Citro, der Arenaleiter von Illumina City. Alles klar, du machst dich besser auf was gefasst. Mein Bruder ist nämlich genauso stark, wie man es vom Arenaleiter von Illumina City erwarten würde. Oh, Eureka. Wie möchtest du ihnen noch sagen? Es sind die Pokémon, die für mich meine Kämpfe bestreiten. Darum bin ich mächtig stolz auf sie. Ich weiß, also dann jetzt zwei. Ich möchte jetzt einen spannenden Kampf sehen. In diesem Sinne, dann wollen wir mal beide unser Bestes geben. Ich liebe es, diesen Rucksack, den er hat. Ja, Molga hat er jedenfalls im Anime nicht. So viel kann ich sagen. Ich weiß, dass er ein Luxtra hatte, das fand ich cool. Und wir gehen ganz ehrlich direkt auf die Mega. Komm. Muss man Giftdieb reinknallen, weil ich damit noch neutral treffen kann. Ja, und zwar geil die Vergiftung, geil. Ja, kassiere ich direkt das Karma von der Statik. Aber er ist vergiftet, sein Voltwechsel. Er war jetzt nicht so effizient, würde ich sagen. Magneton, Alter. Wo kommt denn der? Ja, der hat auf jeden Fall Schwebe. Dann gehen wir auf eine Aurasphäre. Und knall da noch ein Elektrofeld rein. Ich muss sagen, ich gehe mich mit den Feldern nicht wirklich aus. Das ist eine Taktik. Die Statik paralysieren und danach so reinballern. Ah! Okay. Der hat Robustheit und ich schwebe. Du willst mich verarschen, oder? Okay, auswechseln zu. Hat er noch einen Ruckzuckieb drauf? Ein Attacken. Ja. Es kommt eventuell jetzt eine Heilung von ihm rein, aber. Ja, egal. Ja, war klar. Egal. Zatsch kann ich glaube ich selbst in der Elektro-Arena oder sowas anfangen. Vielleicht auch mit dem Surfer. Ja, macht gut Damage. Oh, scheiße, Donnerblitz stark. Okay. Wir könnten uns boosten mit Krümel. Wir haben zwar einen Nachteil, aber. Jetzt speziell auf Magneton haben wir auch einen Vorteil. Nidgulago soll auch ausreichen, weil er hat echt nicht viele Leben da. Ja, jetzt noch den Init-Boost. Damit kriegen wir auf jeden Fall im Olga, falls es zurückkommen sollte und easy. Elektrofeld ist auch weg. Illisard. Das hatte normal Elektro, ne? Wir bleiben drin, wir haben den Boost, komm. Und da war die Akrobatik rein. Macht nicht viele. Oh Gott, nein! Nein! Aber tankt.
Akrobat. Wie konnte ich nochmal schauen, wie viel Schaden eine Attacke macht? Egal, das hier trifft auch mit Step, aber wird nicht resistiert. Wir probieren es nochmal mit einer Nitro-Ladung. Macht zwar viel weniger, hat zwar viel weniger Basisstärke, aber das reicht nicht aus. Okay, zumindest schwächen. Zumindest konnten wir schwächen. Na gut, wir wechseln auf Monagoras, die anderen. Ja, weiß ich nicht. Der eine resultiert. Ja, okay, Monagoras resultiert auch durch den Drachentyp. Könnten auch ganz lustig killen. Ja, muss nicht sein. Weil die Tarnsteine, die würden dann halt im Olga durchnehmen. Ich hätte Tarnsteine aufsetzen sollen. Egal. Wir kommen auch so durch. Vielleicht noch irgendwie ein Death Drop oder so. Ja, schade. Strauchler. Der trifft neutral. Und Nagoras hat ziemlich viel Gewicht. Let's go, Alter. Level 38 für Geradax. Molga hat auch nochmal Bock zu erscheinen, aber ist ja vergiftet und schon im roten Bereich, von dem her. Ja, das Ding outspeedet zwar, aber es wird, denke ich, kein Problem sein. Eros. Der wird halt auch resistiert. Und da killt die Antikraft. Ganz ehrlich, ich habe das Spiel viel einfacher im Kopf. Ich habe das Gefühl, ich bin viel schlechter geworden oder so. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist, aber... Ach egal, wird schon passen. Deine Einstellung zu kämpfen ist elektrisierend. Ich fühle mich wie vom Blitz getroffen. Na, ich hatte auch einen Wasserstarter, oder? Oh, Bruderherz, hast du ja verloren. Ach, Marika, irgendwann lernst du auch noch, dass es keine Schande ist, zu verlieren. Ist doch schön, wenn wir von einem so starken Herausforderer noch was lernen können. So, für deinen Sieg bekommst du nun den Ampere-Orden überreicht. Boah, geil aussehen tut er auch noch. Das Lana hält von Citro den Ampere-Orden. Dem Ampere-Orden in deinem Besitz gehorchen die Pokémon bis Level 70. Dann bekommst du auch noch diese TM. Hier, bitteschön, Donnerblitz. Dank einer Stärke von 90 und einer Genauigkeit von 100% ist das eine Elektroattacke, auf die man sich verlassen kann. Auf jeden Fall. Dann ist sie wahrscheinlich auch so beliebt. Ja, auf jeden Fall. Also Donnerblitz ist scheiße gut. Ist aber eine treffsichere Elektroattacke. Viel stärker als Donnerschock oder so. Ja. Yeah. Und wieder einmal werden wir Zeugen eines bahnbrechenden Moments, in dem uns die Wissenschaft ein gutes Stück in die Zukunft katapultiert. Ich habe nämlich eine Ausgabemaschine für technische Maschinen erfunden. Das war es, was ich eben eigentlich noch sagen wollte. Es geht mir übrigens gar nicht so sehr darum, immer stärker zu werden. Ich versuche einfach Spaß mit meinen Erfindungen zu haben und jeden Tag an der Seite meiner Pokémon zu genießen. Ist doch schön. Komm ich hier irgendwie anders zurück? Teleporter oder so? Ah, hier. Ja, ich würde gerne ins See gehen. Ja, sehr geil. Holo-Nachricht erhalten. Na, alles in Ordnung bei dir? Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Schau einfach im Bistro Flordelis vorbei. Du weißt, welches Bistro ich meine, oder? Zieh dann in einer Seitengasse der Herbstallee ganz in der Nähe des Prismaturms. Wenn du es nicht finden solltest, dann nimm dir einfach ein Taxi. Bis später. Ja, gell? So, ja, heute überhaupt keine Pokémon gefangen, aber war noch nicht wirklich, außer kurz in der Sandgegend mal irgendwo. Wir haben aber dafür neue Pokémon gesehen und hatten, glaube ich, auch die Angel, die wir brauchen, um den Carlos-Zentraldex noch etwas zu machen. Aber ja, ich habe Bock. Ich denke, es wird dann auch demnächst Zeit, hier noch weitere Einträge zu sammeln. Ich habe es gerade einfach nicht mehr im Kopf, aber... Egal, wir haben ja hier schon die Legis. Mehr oder weniger gecheatet, aber ich kann so viel sagen, dieser Account hier ist nicht gecheatet, okay? Ich habe einen anderen Account gecheatet und sogar getradet. Also der Account, den wir hier benutzen, ist nicht gecheatet. Ist alles in Ordnung. Und jetzt mit dem fünften Orden werde ich den Part beenden. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und ciao.